Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion T2 im Ranglistenmodus. Ja, ich gehe als Burg rein. Welcome to Nova. Mal gucken. Viele Tanks und kein Schaden, so sieht das hier gerade aus. Fliegen die? Ja, die fliegen. Also könnte ich da mit dem Leviathan noch ein bisschen was machen. Ansonsten wirklich fette Tanks. Fette Tanks. Und gar nicht mal so viel Schaden. Dann machen wir mal den Start. Mein Plan für die Runde sieht so aus. Tanks hinstellen. Tanks hinstellen. Eine große Yozora mit den Wüstenpilgern. Und Sturmjäger. Beziehungsweise Leviathan, der dann die Atome verstärkt. Das ist mein Plan. Mal gucken, ob es aufgeht. Okay, Sakura Blume habe ich diesmal nicht, sondern er hat keinen Champion drauf gemacht. Habe es gerade so geschafft. Ja, mal gucken. Man kann die nicht vorne hinstellen, wenn man Leviathan drumherum bauen möchte. Klappt leider nicht. Ich glaube, wenn ich so zwei Reihen Platz lasse, dann sieht das doch ganz gut aus, oder? Na, das habe ich schon vorher gesehen. Trotzdem mit rein. So. Dann hau ich hier noch bitte den Leviathan rein. Das ist ein ganz guter Plan, würde ich behaupten. Mal sehen, ob es so funktioniert, wie ich das möchte. Weil das weiß ich natürlich tatsächlich nicht. Es sind wirklich viele Tanks dabei. Und das ist mein einziger Schaden hier so. Wir werden sehen. Sieht auf jeden Fall erstmal nicht schlecht aus. Sturmjäger rein. Okay. Der Warpwing Champion. Hat doch dieser Kurablum drauf gemacht. Das ist gar nicht verkehrt. Aha, er hat auch Protonen. Das werde ich also in die Echse reinschicken. Stecke mit drauf für das Einkommen. Jetzt können wir hier natürlich mit den Wüstenpilgern den magischen Schaden rausholen.
Das ist auch der Plan. Ich würde ja mal gerne mehr Würfel holen, aber da schickt ja nicht großartig viel rum. Ich weiß nicht, ob dann Split so sinnvoll ist. Aber wir machen das einfach. Oh ne, jetzt habe ich schon verhärtet. Kacke. Das haben die Runde gar nicht geschickt. Wir müssen die nächste Runde schicken. Okay, ich krieg den Dax wohl zusammen. Das ist gut. Da haben sie mich getäuscht. Mach ich mal lieber ein Zauber-Upgrade, falls was durchkommt. Dass der mit dem Flächenschaden gut arbeiten kann. Ja. Da will ich hier angreifen. Sakura-Blume auf das 7. Oh, mein Dachs ist ganz schön schnell down gegangen. Ja, das war zu stark. Ja, komm ich. Ja, da haben sie mich getäuscht. Ich dachte, der wird auf die Steinhauer senden. Lange gesammelt. Wäre für mich gut, also um auf mich zu senden, wäre das gut gewesen. Aber hat er nicht gemacht. Mach's mal Upgrades rein. Auf dem Manta. Yes, my Lord. Schwierig. Ich werde nicht noch einbauen. My ancestors guide me. Ich mache erstmal Upgrades rein. Dann könnten wir auf 11 gehen. Eventuell. Diesmal werden sie aber auf der 10 schicken, davon bin ich überzeugt. Weil er keine Verteidigung hat gegen
Sakura Blume gegen meine Healer. Da gehe ich fest von aus. Ja, wir müssen einfach erstmal upgraden so. Das macht nicht wirklich viel Sinn gerade irgendwie den Fight zu forcieren. Okay. Dann werden sie wahrscheinlich mit Riesenschnecken angreifen. Die Piepen mit. I hear the deserts. Yes, War Chief. My ancestors guide me. So, Doppelverhärtung. Not enough material. King ist komplett. Wer auch immer das kriegt, ist eigentlich. Er will ihn geben, okay. Das sieht man jetzt. Das muss ich wirklich aufbauen. Ja, bin ich dabei. So. Noch als Healing mit rein oder Swarms. Und die Swarms mit. Das sieht sehr gut aus. Wir haben nicht mal was geschickt. Ja, her mit der Kohle. Die werde ich auch nicht in Blocker investieren, sondern in Einheiten. Und wenn ich dann halte, dann geht es rein in die Blocker auf jeden Fall. So, Yusora ist am Start. Dann werde ich hier mal ein bisschen von der Power aufwerten. Hier muss ich auf jeden Fall Stich reinschicken. Das mag ich schon da gar nicht. 15 wäre für mich gar nicht schlecht. Weil er keinen magischen Schaden hat, außer die Teile. Und wegen hat er auch nur die Wüstenpilger.
Wir sind noch gut dabei und die sind ganz schön am Rotieren. Beide relativ weit runter. Das war ein dicker Angriff. Er hat jetzt geschickt. Okay. Dann eben jetzt. Gar kein Ding. Können noch Golem bauen. Sonst noch was? Schaden-Upgrades. Spawns. Ja, nehmen wir die Spawns mit. Maulwurf mit rein. Für die Mantas. Kacke, ich hätte noch verhärten können. Okay, da ist gut durchgekommen. Oh, ich halte sogar. Sehr schön. Trotz des dicken Sens halte ich. Und das könnte ich auch noch halten. Geil, gewonnen. Oho. Hat doch gut funktioniert. Erstaunlich gut sogar. Hab ich gar nicht gedacht. MVP, jawohl. Das war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei anderen Videos mit vorbei. Lasst ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.